So, damit kriegen wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Anhänger. Ja, ein paar Anhänger brauche ich mir für unsere LKWs. Ha, ha, ha. Das war jetzt lustig, ihr dürft jetzt lachen. Geheimpolizei, gut, brauchen wir es mal nicht so. Rebellenführer. Präsidente, Sie laden Imperialisten und Despoten auf die Insel ein. Aber wo bleibt der einfache Mann? Ist Marco Moreno, die Flamme der Revolution, nicht Attraktion genug? Ich habe mich für einen Besuch auf Cara Libre entschieden, um aus erster Hand den kapitalistischen Zerfall auf ihrer Insel zu sehen. Bevor es soweit ist, muss meine Sicherheit gewährleistet sein. Vergrößern Sie Ihre Armee und ich werde kommen. Viva la Revolution! So, wir brauchen 75 Soldaten, bin ich blöd. Ein Soldaten brauchen wir noch. Ein Soldat. Präsidente, einer unserer größten Anhänger hat ein kompromittierendes Foto von Senator Richards im Kabarett. Die Amis wollen, dass wir diese Fotos irgendwie zerstören. Ich bin sicher, dass wir im Gegenzug etwas erhalten. Wenn wir sie aber veröffentlichen, können wir damit die öffentliche Aufmerksamkeit auf Cara Libre lenken, Präsidente. Ich denke, ich gebe das Foto der Presse. Oder wir erpressen den, weil haben wir auch hier. Aber damit kriegen wir auch nur. Machen wir es doch direkt, oder? Ich weiß nicht. Ja, pressen wir ihn oder geben wir es an die Presse? Wir könnten im Prinzip ja eigentlich beides machen, aber. Das erlaubt uns das Spiel nicht. Können wir ihn mal kurz. Geht nicht. Na komm, machen wir hier, geben wir es an die Presse. So. Alle klären. Dann müssen wir jetzt erstmal hier auf unser Militär looken. Regierung. Wachtposten. Ich will einen Wachtposten bauen. Gucken, Arsenal. So, da kommandieren die Generäle. Stellen wir möglichst weit weg von unseren Leuten. So, was sollten wir Militär brauchen? Stellen wir uns einfach hier oben hin. Hoffentlich zählen die Generäle auch dazu. Boah, warum hat die Umwelt jetzt abgenommen? Scheiß Umwelt, nimmt die einfach ab. Jetzt hat sie wieder zugenommen. So eine scheiß fette Umwelt. So, jetzt brauchen wir hier oben nur noch einen General. Ohne Waffen. Ach, der zählt nicht dazu, ja klar. Ohne Waffen läuft jede Revolution Gefahr zu scheitern. Mit Arsenalen können sie günstiger Wachposten errichten und die Kontrolle ihrer Regierung ausweiten. Zur Erinnerung, jeder Wachposten benötigt einen General. Planen Sie also weitere Arsenale, wenn Sie sich um Ihre Sicherheit sorgen, Präsidente. Ja, können wir jedoch im Prinzip eigentlich irgendwo mal einen scheiß Wachposten reinstellen, das regiert. Was will ich jetzt damit? Ich weiß nicht, was das ist. Mann, meine Maus macht schon wieder, was sie will. So, wo stellen wir das Ding hin? Theokratie! Nee. Wohin? Komm hier. Unsere Bildung muss geschützt werden. Oh, das Gelände kann nicht planiert werden, weil wir jetzt unsere Tafel in die Hand nehmen. Komm, stimmen wir es unten zu den Touris, die freuen sich doch hier ein paar neue Attraktionen. Wie können diese sogenannten Rebellen an den Lehren unseres großen Anführers zweifeln? Warten Sie nicht auf die Antwort, bauen Sie Wachposten. Sie werden die Dissidenten entmutigen und die anspruchsvolle Militaristenfraktion besänftigen. Ja, super. Ein Soldaten noch kommt. Na komm, du wirst Soldat. Marie. Was? Warum heißt Marie? Hä? Naja. Das wird eh nicht fertig, wenn wir das hier nicht mit unserer Supermacht regeln. Alter, jetzt ist ein Soldat gegangen. Los, bildet sie aus. Wir könnten im Prinzip eigentlich hier ein paar Professoren Wie gesagt, im Prinzip könnten wir ein paar Professoren entlassen, weil wir die hier eh nicht brauchen. So. Aber die arbeiten nicht als Soldaten, warum auch immer. Guck mal, was wird die hier? Präsidente, ich brauche Ihre Unterschrift. Nein, keine erneute Lohnerhöhung. Dieser Erlass wird Ihre Diener zufriedener machen. Vielleicht bekommen wir weitere Mitglieder. Alles auf dieser Insel wird besser werden. Wenn Sie dies unterzeichnen. Wann habe ich Sie in den letzten 15 Minuten gedrängt? Gut, sagen wir 10 Minuten. Ansehen bei den Loyalisten? Eigentlich nicht.
können es alle leiden, also nee. Nein, ich exportiere nichts, mal gucken, was wollen Sie denn hier? Wissen Sie was, mein Freund? Ich wollte schon immer mal in einen Vergnügungspark. Warum bauen Sie keine Achterbahn auf Ihrer Insel? Das wäre gut für den Tourismus. Tun Sie es, mein Freund. Und ich, Generalissimo Santana, werde Sie persönlich auf Cara Libro besuchen. Ich bin sicher, dass mein Besuch eine Medienwelle auslösen wird, die Sie genießen werden. Eine Achterbahn. Er kann die Erderwärmung aufhalten, aber er mag es heiß. Er ist kein Umweltschützer, er ist ein Erdkrieger. Das ist El Press, der Wahnsinnstyp. Ja, so nennt mich jeder, der Wahnsinnstyp, ja. Ich geb's ja zu. Ich bin eigentlich hier ja auch 8000 Meter. Präsidente, manchmal wird man... Ja gut, und hier macht es halt auch... Oh, das finde ich schön, haut auch jede Menge Cash raus. So, und hier will keiner wohnen. Ja klar, ist ja auch scheiße. Excelencia? Ein Krimineller. Stirb. Hä, aber wieso kriegen das keine Soldaten? Ich verstehe das nicht. Ich meine, hä, die haben doch jetzt alle hier ihren Abschluss. Ja, ach so, weil... hätten wir Löhne 10,50. 10,50, hä? Alles total seltsam. Boah, Alter, 8000 schon. Na komm, einen Soldaten brauchen wir noch. Na los. Ach, was denn, Bomben? Überall Dosenfleisch. Dosenfleisch. Ja, komm, wir bauen jetzt erstmal die Achterbahn. Ist zwar Luxus. Achterbahn. Touristenattraktion mit Nervenkitzel. Passt da natürlich nicht hin. Ja, und hier auf dem Hügel bauen können wir natürlich auch nicht. Kann man stecht jetzt mal hier hinten hin. Ach, der Bock. Es ist fast so angsteinflößend wie eine Fahrt über Tropico. Der Cheatcode für das Absolvieren der Achterbahn ist hoch, 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 runter, runter, hoch, runter, runter, runter. So, okay, jetzt kennen wir den Cheatcode dafür. Gucken. Achterbahn Raspberry Chin. Blick Touristen und Kinder. Ja, machen wir ja normal. Komm, bauen wir schnell, wir haben das Geld ja eh hier. Boah, durch den Tourismus kann man aber eigentlich ganz gut leben. Er hat viele Freunde. Und nur einige davon sind Diktatoren. Er hat sogar seinen eigenen Vergnügungspark. Noch Fragen? Das ist El Press, der Wahnsinnstyp. Yeah. Und die coolen Rocker nennen mich Elvis Presley. Der musste jetzt einfach sein. Komm, ich hab's doch kommen sehen. Fleisch mögen doch alle, oder, Präsidente? Schicken wir doch allen Leuten auf der Welt etwas Würzfleisch. Ich verhandle gerade über eine ausreichende Lieferung Dosenfleisch für dieses Projekt. Das kostet nur 50.000, ein echtes Schnäppchen. Da sind schon Porto und Verpackung dabei. Stimmen Sie einfach zu und die ganze Welt wird dank El Presidente etwas fleischliche Güte verspüren können. Sogar Vegetarier. 50.000, na komm, ne. Wie viel stehen wir dann? 6.000 noch was, scheiß drauf. Kriegen Anhänger. Sieg! Ich habe über 1 Million Anhänger. Das Today-Magazin hat mich zur beliebtesten zeitgenössischen Person gewählt. Jeder sucht meine Freundschaft. Promis aus Hollywood und Rockstars wollen sich mit mir fotografieren lassen. Ich bin berühmter als die Beatles. Mein Plan hat funktioniert. Die Welt beachtet mich. Geld und Ruhm ist alles, was ich brauche, um Tropico zu einer Supermacht zu machen. Jawohl, die haben 2 von 3 Sterne. Presse. Sonnige Stände, prachtvolle Aussicht und den ganzen Tag Patschang. Ein Mann wurde aus der tropikanischen Achterbahn gerettet, nachdem er in Panik geraten war. Er war auf den höchsten Punkt geklettert und forderte von der Präsidentenwache zu einem sehr wichtigen offiziellen Ereignis eskortiert zu werden. Wer hat
Panik. Und den ganzen Tag Pachanga. Willkommen in Cara Libro. Libro. El Press. Die großartigste Person der Welt. Sieg. Aber Pferd kann's. Schon bald wird Tropico zu einer Supermacht aufsteigen. Wir brauchen eine starke Wirtschaft. Und ich kenne genau den richtigen Ort dafür. Auf Yermo Encarnado gibt es kaum Rohstoffe. Aber die Insel liegt an den internationalen Handelsrouten. Sie ist bestens geeignet, um das Zentrum von Tropicos Industrie zu werden. Doch dafür brauche ich die Hilfe meines neuen Freundes, Keith Preston. Ich mag Leute, die nur Geld im Kopf haben. Sie sind berechenbar. Ich hingegen strebe nach Macht, der ultimativen Macht. Präsidente von Rohstoffen. Wir sind übrigens Präsidente von Rohstoffen. Preise von Rohstoffen erwartungsgemäß fallen. Gute Neuigkeiten für Importeure. Keith Preston will in die Insel Yermo Encarnado investieren. Kurzen Augenblick. So, und schon geht's weiter. Spielen. Boah. Okay, also wir brauchen jetzt einen Geschäftsmann. Mal gucken, was ist denn hier? Genau, so ein Smoking und... Ach komm, reines Prinzip. Okay, sonst würde ich eigentlich so lassen. Okay, mal gucken. Also wir müssen importieren, exportieren. Industrieproduktion, hier, da haben wir es doch. Sie stammen aus verschiedenen. Oh Gott, das mache ich denn nur den ganzen Tag, ey. Sie stammen aus bescheidenen Verhältnissen. Auf der Suche nach dem amerikanischen Traum sind sie nur durch harte Arbeit in der Gesellschaft aufgestiegen und reich geworden. Es erfüllt sie mit Stolz, ohne fremde Hilfe geschafft zu haben. Also bei den Kappis, USA-Beziehungen und Industrieproduction. Dann... Ich will wissen, was das bringt. Industrieproduktion, jawohl, das ist das Einzige, was wir brauchen. Das will ich nochmal lesen. Sie haben bereits über die Effizienz von Kapitalanhäufung und die Öffnung eines freien Marktes zum Westen hin gepredigt, als Milton Friedman und Ayn Rand noch grün hinter den Ohren waren. Doch sie haben übersehen, dass ihre Theorien die Produktionsmittel in die Hände einiger weniger fielen. Aber Geld stinkt ja bekanntlich nicht, richtig? So, Verwalter. Wird. Mal nein, zurück. Verwalter. Gebäudekosten. Wir nehmen Schwerstarbeit. Dann Geselligkeit brauchen wir jetzt auch nicht so unbedingt. Hier Gelehrter ist wesentlich sinnvoller jetzt. Gucken. Und auf Handelspreise ein bisschen was, jawohl. Wie geht's, Partner? Ich habe den Vertrag so wie besprochen vorbereitet. Als Austausch für 20% der Aktien von Yermo Encarnado Inselindustrie finanziere ich Ihre Operation mit 20.000 und schicke Ihnen einige meiner wertvollen Mitarbeiter, um die Arbeitskraft Ihrer Insel aufzubessern. Vielleicht sind Sie ein bisschen enttäuscht, weil die Annehmlichkeiten des Lebens in der Großstadt vermisst sind. Aber Sie sind gut ausgebildet und sollten Sie als nützlich erweisen. Der wichtigste Aspekt ist natürlich meine unbezahlbare Erfahrung. Hören Sie auf mich und Sie werden weit kommen, Partner. So, alles klar. Gut, dann gucken wir mal. Hier haben wir einen Hafen, hier haben wir Fische. Fehlt einer und Ranches. Okay, gut. Mit Rohstoffen wird es hier wahrscheinlich nicht so toll ausschauen, so was hier rauskommt. Natürliche Rohstoffe, alle Metalle. Okay, also wir haben hier absolut keine Metalle. Holzwirtschaft. Ziemlicher Flickenteppich, aber es dürfte